Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Erstmal sorry, dass so lange nichts gekommen ist. Heute gibt es ein paar Tipps für die Berufspraktikanten unter uns. Viel Spaß! Tipp Nummer 1. Stellt euch allen im Kindergarten erstmal höflich vor. Das ist das A und O, denn wie ihr wisst, der erste Eindruck ist der wichtigste Eindruck. Und hier Tipp Nummer 2. Geht auf die Kinder zu. Auch wenn man am Anfang etwas schüchtern ist, traut euch. Setzt euch zu den Kindern und spielt mit ihnen. Und hier schon Tipp Nummer 3. Traut euch, Fragen zu stellen an eure Anleitung oder die anderen Kollegen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Tipp Nummer 4, rechtzeitig besprechen. Sobald ihr wisst, dass ihr irgendein Angebot halten müsst oder euer Lehrer kommt, besprecht das mit eurer Anleitung. Nächster Tipp, bereitet alles rechtzeitig vor. Wenn ihr alles auf die letzte Minute macht, könnt ihr ganz schnell was vergessen. Und das ist schlecht. Tipp Nummer 6, bringt euch und eure Ideen mit ein. Denn das sieht man sehr, sehr gerne im Kindergarten und es zeigt, dass ihr echt Interesse habt an den Job. Wenn ihr euch traut, könnt ihr auch gerne mal fragen, ob ihr ein Angebot vielleicht übernehmen dürft. Das muss ja auch kein ganzes Angebot sein. Zum Beispiel im Morgenkreis oder im Mittagskreis. Einfach eine Kleinigkeit oder zum Beispiel den Tischbruch gemeinsam mit den Kindern sprechen. Somit seid ihr eine richtige Unterstützung. Haltet die Augen offen und helft dort, wo ihr gerade helfen könnt. Wenn ihr euch unsicher seid, fragt einfach nach. An alle Praktikanten, ich wünsche euch ganz viel Spaß in eurer Ausbildung und viel Glück. Das war's mit meinem Video. Das waren ein paar Tipps für euch. Ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, was ich natürlich sehr, sehr hoffe, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr vielleicht meinen Kanal abonnieren würdet. Auf Instagram und auf TikTok findet ihr mehr von mir.